Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit Inventor 2019 ein Biegebauteil erzeugen kann und eine Biegeanimation wie diese hier erstellt. Zudem möchte ich im ersten Teil des Videos darauf eingehen, wie man ein Bauteil verfärben kann. Wer diesen Bereich überspringen möchte, der kann gerne in den Zeitbereichen in der Infobox hin und her springen. Ich habe bereits ein Bauteil vorbereitet. Dies ist einfach eine Platte mit abgerundeten Kanten. Und um dieses Bauteil jetzt biegen zu können, können wir einfach auf Skizze gehen, Linie auswählen und diese plane Fläche hier. Auf die zeichnen wir nun eben die Linie, an der das Bauteil gebogen werden soll. Wie lang diese Linie ist, spielt eigentlich keine Rolle. Dann können wir schon die Skizze fertigstellen. Und unter der Kategorie 3D-Modell können wir nun hier unter Bohrung, Rundungen den Button Ändern drücken und finden hier die Option Biegungsteil. Nun können wir die Biegelinie auswählen und kriegen sofort eine Vorschau, wie das danach aussehen soll. Wir wollen das Ganze jetzt aber in die andere Seite, in die andere Richtung gebogen haben und wollen noch einen anderen Radius einstellen und vielleicht nicht die standardmäßigen 90 Grad, sondern 80 Grad. Damit wäre unsere Biegung bereits erstellt. Nun wollen wir das Bauteil noch einfärben. Dazu haben wir hier oben in der Kopfleiste ganz viele Möglichkeiten. Zuerst einmal können wir hier das Material einstellen. Das gibt dem Bauteil aber eigentlich nur Eigenschaften. Das heißt, das wird noch nicht wirklich verfärbt. Dann haben wir hier ein Dropdown-Menü, wo Vorgabe drin steht. Das heißt, momentan ist die Vorlage von Inventor eingestellt. Und hier gibt es ganz viele Optiken von Materialien oder auch Farben, die voreingespeichert sind. Wollen wir das Ganze ein bisschen ausführlicher haben, gibt es links daneben den Button Darstellung. Und hier finden wir ein Menü. Hier finden wir ganz, ganz viele Materialien, das sind dieselben wie in dem Dropdown-Menü eben. Wollen wir nun beispielsweise dieses abgeblättert satiniert Blau haben, können wir einen Doppelklick darauf machen. Dann wandert das in die Dokumentendarstellung. Nun öffnet sich außerdem ein Menü, wo wir noch ein paar Sachen einstellen können, wie die Farbe genau sein soll, die Tönung und bestimmte Effekte. Das lasse ich jetzt aber mal außen vor. Nun können wir das Bauteil markieren und eben diese Farbe auswählen. Und schon wird unser Bauteil gefärbt. Nun sehen wir hier, dass schon einige Reflexionen vorhanden sind. Das heißt, es ist bereits eine Lichtquelle im Raum vorhanden. Dazu kommen wir später noch. Das ist dann für die Animation wichtig. Wollen wir eine eigene Farbe kreieren und keine Vorlage verwenden, haben wir die Möglichkeit, hier rechts neben diesem Vorgabe-Dropdown-Menü Anpassen zu klicken. Nun können wir beispielsweise nur eine Fläche auswählen oder eben auch wieder das ganze Bauteil markieren. Ich zeige das jetzt mal ganz kurz an dieser Fläche und wir wählen beispielsweise hier eine Farbe, sowas Richtung Orange und können dann hier noch in diesem Viereck die Tönung bzw. die Helligkeit einstellen. Und mit diesem grünen Button könnten wir das jetzt bestätigen und dann wird das so gefärbt. Wie gesagt, kann man auch das ganze Bauteil so einfärben, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Blauen. So, nun können wir bereits anfangen, unsere Animation zu erstellen. Dazu müssen wir noch eine Sache tun. Wir müssen uns überlegen, welchen Parameter wir denn eigentlich animieren wollen. Wir wollen ja eigentlich, dass dieses Bauteil sich von dieser Position in die gerade Position beispielsweise biegt. Das heißt, wir müssen die Gradzahl animieren. Dafür gibt es hier oben noch den Button Parameter. Auf diesen klicken wir drauf und dann öffnen sich alle Parameter, die wir bisher eingegeben haben in diesem Bauteil. Nun sehen wir hier unten, dass wir das Biegungsteil 1 hier haben und dass hier die Gradzahl drin steht, genauso wie der Radius. Wir wollen nur die Gradzahl animieren, daher haken wir diese beiden Sachen an. Das ist sehr wichtig, denn nun wechseln wir in die Umgebungen.
Hier finden wir das Inventor Studio. Hier können wir Animationen und gerenderte Bilder erstellen. Gerenderte Bilder heißt, man kann, dieses Bauteil ist ja jetzt nur vorgerendert, sodass man eine Voransicht hat, dass man ein richtiges Bild rendern kann. Das kann man hier machen. Hier findet man verschiedene Optionen, um eine Auflösung einzustellen, beispielsweise Full HD ist, glaube ich, das, was aktuell nur unterstützt wird. Höher geht momentan noch nicht. Dann können wir hier eben noch eine Beleuchtung einstellen und das verändert dann eben, je nachdem, diese Reflexion hier. Ich verwende jetzt einfach mal den Unendlichkeitspool. Das ist aber eine Sache, die muss man einfach ausprobieren, welche Beleuchtung am besten passt. Oder man baut sich seine eigene Beleuchtung. Das kann man hier auch machen, indem man ein Licht erstellt. Das soll jetzt aber nicht Teil des Videos sein. Außerdem sagen wir jetzt mal, wir wollen das Bild aus der aktuellen Ansicht rendern und nicht über eine Kamera. Man sieht auch, hier werden gar keine Kameras angezeigt. Diese müssten wir nämlich auch noch einfügen über diesen Button hier. Das zeige ich dann im Nachgang mit dem Animationsvideo. Dann können wir das gerenderte Bild speichern, können eben auch sagen, wir wollen das hier als Bild speichern. Bei mir ist es schon vorhanden. Und dann können wir noch den Renderer einstellen. Hier können wir einstellen, ob wir das nach Wiederholungen machen sollen. 32 Wiederholungen liefert schon ein ganz gutes Ergebnis. Allerdings, wenn man jetzt mehr Tiefenschärfe haben möchte, beziehungsweise eventuell später auch in das Bild mal reinzoomen möchte, dann kann man hier auch mal gut bis auf 150 Wiederholungen hochgehen. Oder man sagt, ich habe nur 5 Minuten Zeit, ich stelle die Renderzeit ein, kann man hier einfach 5 Minuten eintragen. Wir lassen das jetzt nach Wiederholung machen oder bei Bildern ist auch bis zufriedenstellend möglich. Das heißt, man guckt sich das Ganze einfach an und stoppt dann. Wir lassen das jetzt mal auf 32. Die Beleuchtung und Materialgenauigkeit würde ich immer auf hoch lassen. Und hier kann man jetzt noch die Bildfilterung einstellen, beziehungsweise auch Glättung. Gut, haben wir nun hier alles eingestellt, dann können wir einfach auf Rendern drücken und das Programm startet mit dem Rendern. Hier unten sehen wir jetzt die Vorbereitungszeit und hier läuft jetzt die Renderzeit durch. Das heißt, am Ende können wir sehen, wie lange das Ganze auch wirklich gedauert hat. Hier sehen wir noch, wie viele Wiederholungen bisher abgeschlossen sind. Wir wissen, wir haben 32 und das heißt, es läuft noch bis zu 20 Wiederholungen mehr durch. Ich pausiere jetzt mal kurz. So, nun wurde das Ganze abgeschlossen. Jetzt haben wir hier oben die Möglichkeit, entweder das gerenderte Bild nochmal abzuspeichern. Man kann diesen Button allerdings auch nutzen, um sich das Bild anzeigen zu lassen, indem man hier einfach mit Rechtsklick auf Öffnen drückt. Nun sehen wir unser Bild und können beurteilen, sind wir bereits zufrieden oder nicht. Wir können hier auch mal weiter reinzoomen, da sieht man dann schon, dass die Details nachlassen. Wenn wir nicht zufrieden wären mit der Qualität, dann könnten wir hier das Rendering einfach fortfahren und einfach stoppen bei der Wiederholungszahl, die uns dann passt oder wo die Qualität dann richtig ist für unseren Einsatzzweck. Genau, so, jetzt haben wir ein Bild erstellt, jetzt möchten wir aber noch ein Video bzw. eine Animation erstellen. Dazu können wir erstmal hier unter Parameter Favoriten unseren eingetragenen Gradparameter bzw. Winkelparameter als Favoriten einspeichern. Dadurch sehen wir hier links unter Animationsfavoriten auch diesen Parameter. So, nun können wir mit Rechtsklick den Parameter animieren und unten öffnet sich das Animationsablaufprogramm. Dieses können wir mal erweitern. Das ist unsere Zeitleiste und hier ist momentan noch nichts eingetragen. Nun haben wir unseren Parameter, der steht momentan beim Start auf 80 Grad und beim Ende soll er ungefähr bei 0 sein. Ich glaube, komplett 0 funktioniert leider nicht. Wir machen jetzt mal 0,1 Grad. So, dann können wir noch einstellen, wie lange das dauern soll. Wir sagen jetzt mal, das soll 8 Sekunden dauern, beziehungsweise nach 8 Sekunden stoppen. Die Dauer rechnet er dann von alleine aus. Hier könnten wir jetzt noch festlegen,
zu welcher Startzeit eben das Ganze losgehen soll oder ob das spontan sein soll. Hier unter Beschleunigung haben wir noch ein Geschwindigkeitsprofil der Animation. Das heißt, die Animation fährt momentan langsamer an und hält dann eine gewisse Zeit eine gewisse Geschwindigkeit und stoppt dann eben wieder etwas smoother. Hier können wir aber auch eine konstante Geschwindigkeit einstellen, wenn wir möchten. Ich lasse das jetzt einfach mal so. So, nun können wir uns das Ganze auch bereits mal in der Vorschau angucken. Dazu setzen wir das Ganze zurück auf Start. Das ist unser Zeitcursor quasi und können hier die Animation ablaufen lassen. Nun sehen wir, wie dieses Teil hier runterklappt. Wenn uns das gefällt, dann können wir das so lassen, ansonsten noch weiterhin bearbeiten. Jetzt sehen wir, dieser Cursor hier, der geht noch ein bisschen weiter. Denn momentan ist das Video noch auf 30 Sekunden eingestellt, die Animation aber bereits bei 8 Sekunden zu Ende. Das heißt, wir stoppen das Ganze und gehen hier mal zurück. Unter Animation rendern gibt es nämlich auch noch verschiedene Optionen. Hier kann man wieder die Auflösung einstellen. Wie gesagt, Full HD ist das, was unterstützt wird. Und hier im Zeitbereich stehen noch 30 Sekunden drin. Wir wollen allerdings nur 8 Sekunden wirklich rendern. Dann können wir auch noch sagen, ob wir das Ganze umkehren möchten, beziehungsweise das Video rückwärts ablaufen lassen wollen. Und hier können wir das Sequenzformat einstellen. Wenn wir diesen Button aktiviert haben, dann wird es ein Videoformat. Und wenn wir hier ein Bildsequenzformat auswählen, dann werden die einzelnen gerenderten Bilder ausgespuckt. Hier können wir die Framerate einstellen. Ich würde empfehlen, mindestens auf 24 oder über 24 zu gehen. 30 ist schon besser und 60 ist natürlich das Optimum. Allerdings muss man sich hierbei überlegen, dass das einzelne gerenderte Bild jetzt schon irgendwie 1,5 Minuten gedauert hat oder 2. Und wenn 60 Bilder pro Sekunde gerendert werden müssen, dann kann man das natürlich pro Sekunde mal 60 multiplizieren. Und dann dauert das Rendern des Videos einfach schon 3 Stunden in die Richtung, wenn nicht sogar länger. Nun wählen wir die Perspektive aus, in der die Kamera beginnen soll, beispielsweise diese hier. Klicken auf Kameras, über Rechtsklick, Kamera aus Ansicht erstellen. Wenn wir jetzt nun in die andere Perspektive wechseln, dann sehen wir, dass diese Kamera schon im Zentrum von unserem Bauteil beginnt. Und dann können wir hier diese Kamera 1, die wir soeben erstellt haben, mit Rechtsklick hier animieren. Nun können wir wieder sagen, dass die Kamera auch eine Animation von 8 Sekunden durchlaufen soll und wir wollen das Ganze auf einer Drehscheibe präsentieren. Dafür aktivieren wir diese Option und hier wird uns nun ein Pfeil angezeigt. Das ist noch nicht die richtige Richtung. Deswegen wählen wir jetzt den Y-Ursprung und nun würde sich das um das Bauteil drehen. Hier können wir noch die Richtung festlegen und nun werden hier uns die Umdrehungsoptionen angeboten. Hier würde jetzt eine pro Minute stattfinden. Gehen wir auf Plus Minus, dann würde genau eine Umdrehung in den 8 Sekunden stattfinden. Man kann das aber natürlich auch pro Sekunde einstellen, wie man das gerne haben möchte. Hier gibt es auch wieder ein Beschleunigungsprofil. Das steht jetzt auf konstante Geschwindigkeit und das taste ich jetzt auch mal nicht an. Und dann sagen wir okay. Nun können wir das Ganze mal abspielen lassen und sehen, wie sich das Teil kippt. Und hier sehen wir auch, dass die Kamera sich einmal außen rum dreht. Und wir können uns das Ganze auch aus der Ansicht der Kamera angucken. Und dann sehen wir schon, wie das später ungefähr aussehen wird. So, nun könnte man sagen, man ist schon zufrieden. Allerdings ist das nur die Vorschau und noch nicht das fertige Video. Um das Video jetzt zu rendern, gehen wir
auf Animation rendern. Hier haben wir ja schon vorher Auflösung und alles eingestellt und wählen nun eben die Kamera 1 aus. Beim Renderer, wie gesagt, noch die Qualität einstellen und nun können wir noch einen Ausgabeordner angeben. Wir können aber auch einfach nur rendern sagen und dann wird uns das schon angeboten. Hier können wir noch zwischen den Dateitypen wählen. AVI ist eventuell besser für manche Videobearbeitungsprogramme, je nachdem, was man da eben so benutzt oder was man mit der Datei anfangen möchte. Deswegen wähle ich das jetzt mal aus. Und dann können wir sagen Speichern. Und dann können wir noch eine Komprimierung auswählen, einen Codec. Und wir sagen jetzt mal unkomprimiert, das dauert aber natürlich am längsten. So, nun sehen wir, das ganze Video hat 241 Bilder, die entstehen und diese werden jetzt jeweils mit 32 Wiederholungen gerendert. Hier wieder die Vorbereitungszeit und die insgesamte Renderzeit und hier haben wir auch eine Vorschau. Ich werde das Ganze jetzt pausieren und zeige euch danach, was dabei rausgekommen ist. So, ich habe das Ganze jetzt rendern lassen. Insgesamt hat das bei mir 2,5 Stunden, wie man hier sieht, gedauert. Und man sieht, dass 32 Wiederholungen auch beim Bild 241 von 241 abgeschlossen wurden, also tatsächlich alles. Und nun kann man in den Ordner gehen und sich das Resultat angucken, indem wir das abgespeichert haben. Ich habe das schon mal vorbereitet hier. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn man das jetzt nicht wie ich an einem Laptop, sondern an einem guten Rechner macht, kann das auch gut mal schneller gehen. Genau, und das Resultat sieht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben, wie eine kleine Produktpräsentation. Und indem wir jetzt das Ganze hier schließen, können wir über Fertigstellen Inventor Studio das Ganze speichern und wieder in die Konstruktionsübersicht zurückwechseln. Und speichern wir diese Datei nun, werden auch diese Umgebungseinstellungen und Animationen mitgespeichert. So, ich hoffe, ich konnte mit dem Video weiterhelfen. Und bei Rückfragen einfach in den Kommentaren fragen.